Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir in Christians Biom-Tierpark. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Der ist natürlich von Christian oder Chris. Ich glaube, auf Steam heißt er Chris, aber der Zoo heißt Christian. Es ist ja auch ein bisschen, es ist ein bisschen verwirrend. Es ist ein kleiner, aber feiner Zoo, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und in der Beschreibung auf Steam schreibt Chris selbst, dass das eher ein kleiner und überschaubarer Zoo ist im Vergleich zu den Meisterwerken da draußen. Und das ist auch, jetzt bin ich halt drüber geflogen, ist vielleicht auch richtig. Wir haben schon andere Zoos besucht, die deutlich größer, deutlich pompöser waren. Aber, ey, stehe ich im Weg oder was? Ich stand halt im Weg. Aber ich möchte dazu sagen, dass das natürlich keinen davon abschrecken soll, auch seinen Zoo mal reinzuschicken. Also wenn ihr auch möchtet, dass ich euren Zoo mal in Zukunft besuche, dann schickt ihn mir gerne über, also über Steam oder Instagram oder Discord. Und dann werde ich den in Zukunft auch mal besuchen, wenn er fertig ist, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und es gab das Gerücht, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz ausräumen, beziehungsweise vor einigen Folgen habe ich gesagt, ich habe nicht mehr so mega viele Zoos und da hatte ich auch nur 3 Zoos noch, was relativ wenig ist, aber wenn man bedenkt, dass das ja noch 3 Wochen Material sind und nach dieser Aussage kam haufenweise von euren Zoos wieder rein, das heißt, jetzt habe ich halt auch wieder welche und wenn ich mal irgendwann keine mehr habe, ja, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Das mal so ganz nebenbei. Aber ich freue mich, dass ihr dieses Format halt immer noch feiert. Das ist unglaublich lange mittlerweile schon. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon Zoobesuche machen. Finde ich auf jeden Fall noch cool. Und wenn ihr auch noch Bock darauf habt, gerne Daumen nach oben da lassen. Das unterstützt dieses Projekt und meinen Kanal. Jedes Mal wieder. So, genug geschwafelt. Lass mal reinstarten. Ist ein bisschen kleiner der Zoo. Und hier vorne gibt es direkt eine kleine Erklärung. Dann herzlich willkommen. Menschen mit Handicap, Senioren und Studierende erhalten einen kleinen Rabatt auf alle Speisen und Getränke. Dazu müssen sie die jeweiligen Ausweise nur dem Verkaufspersonal vorzeigen. Die Mitnahme kleiner Getränke und Snacks von zu Hause ist erlaubt. Trinken Sie an heißen Tagen bitte ausreichend. Halten Sie sich häufig in Schatten auf. Machen Sie Pausen beim Herumgehen. Sollten Sie sich einmal generell gesundheitlich unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an unser Personal. Ist verständlich dann einen Sanitäter unseres Zoos. Für den Rundweg folgen Sie einfach den weißen Pfeilen am Boden. Ja, die Leute, den folgen wir nicht. Hier kleine Hütten mit Essen und Getränke und so. Und das hier müsste so eine Art Spielplatz werden. Ah, es gibt auch Fütterung tatsächlich. Vormittags und nachmittags und abends. 22 Uhr gibt es noch eine Fütterung. Alter Vater. Hier darf man allerdings nicht füttern und das nur für Personal. Hier sind nämlich Kasuare drin. Da schau her. Ich mag den Unterstand. Der sieht ganz nice aus. Und Casuares sind hier. Ist das ein Wüstenzoo? Sicher jetzt erst, dass es hier Savanne ist. Also Grasland. Aber ist nice hier mit so einem Kasuar-Gehege. Okay, das war ein bisschen blöd. Naja. Und warum geht der Zaun hier eigentlich so rein, wenn da die Mauer ist? Ja. Fragen, die ich mir stelle. Ansonsten ist das Gehege relativ überschaubar. Aber ich mag den Kasuar auch. Muss ich da mal sagen. Wir gehen mal hier rein. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Eher so unscheinbar, aber sieht cool aus. Bäume dahinter und Büsche wären natürlich noch cool gewesen. Hier gibt es Okapis. Was ist das denn für eine Stolperfalle? Hier gibt es Okapis. Ach, guck mal, schön. Das ist ein schöner, hoher Zaun, wie ich den gerne mag, mit Glasscheibe. Bin ich ein großer Freund von. Das gibt so ein bisschen so Tycoon-Vibes, dieses Gehege hier, finde ich. Und da sehen wir dann die Okapis am Schwimmen. Einfach schwimmen, die Okapis. Das sind nicht die Geräusche, die Okapis machen. Ansonsten ein überschaubares Gehege. Ich mag das mit den Blättern hier. Ein paar Felsen würde dem Gehege gut tun, ne? Sag ich mal so. Ich hoffe, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Was ist hier? Rundweg ist hier zu Ende. Okay. Dann gehen wir mal lang hier. Sind hier die Robben, die wir eben gehört haben? Nee. Das sind irgendwelche Krokodile oder... Ich glaube, ich habe da einen Waran gesehen. Ach, guck mal hier, diese Bindenwarane sind das. Die habe ich ja tatsächlich noch gar nicht gebaut. Das waren coole Tiere eigentlich. Das ist ein nettes Gehege für die. Möchte ich mal so erwähnen. Alter, da sind aber auch einige dabei. Es sind so kleine Dinosaurier in dem Spiel, ne? Geht immer. So, wir gehen weiter. Ich mag, dass das hier so abgegrenzt ist. Die hat er bestimmt geklaut, das sehe ich da. Ja, moin. Erstmal ein Wasser dann. Ich bin kein Rabatt. Wobei, ich bin VIP, das müsste ja eigentlich auch Rabatt geben, oder? Wahrscheinlich nicht. Macht der auch Musik?
Okay, ein Nilflughund. Okay. Ah, sehr hohe Dinger. Hier, dann gehen wir mal rein. Ja, wir haben tatsächlich noch gar nicht so viele Zoos besucht, wo es begehbare Vivarien gab, oder? Schmetterlinge haben wir ein paar Mal gesehen. Oh, Seafighting. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das eher als Höhle gemacht und nicht so als Box. Box, Box, Box. Wallabies! Ach, guck mal hier, das ist auch schön. Hier direkt Struktur im Gehege mit Bergen, also hier mit Hügeln und Felsen. Das sieht direkt nice aus. Möchte ich mal an der Stelle sagen. Warum denn das? Fressen die nicht aus dem Ding? Oder hier sind noch andere Tiere drin. Als Wallabies. Was sagen die Schilder? Gibt keine Schilder. Ach doch. Emus. Sind da Emus drin? Ich sehe ja nur Wallabies die ganze Zeit. Aber hier sind Emus, ja. Ach, die sind aber auch mal cool, ne? Ach, mittlerweile, es gibt so viele schöne Tiere in dem Spiel. Es ist so krass. Jedes Mal aufs Neue. Speisen im Haus, Getränke im Freien. Was? Das Steppenhaus, Leute. Hier gibt's Speisen im Haus. Ach, guck mal, das sind die. Ah, okay. Ja, was wollt ihr haben? Ich fühle gerade einen Burger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Cheesy. Okay. Strauß, Kaffernbüffel habe ich da gesehen. Giraffen. Ein schönes Savannengehege, Freunde. Das Steppenhaus. Ich mag das mit dieser Absperrung hier. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann bin ich halt immer ein großer Fan von Giraffen. Ne? Ich sag's, wie es ist. Also wenn ihr Zoobesucher machen wollt, nur für mich, Giraffengehege ist wichtig. Das ist ein nettes Gehege. Sag ich, wie es ist. Ist ein nettes Gehege. Da, 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 da. Ach ja, ach ja. Ach, es ist schön. Es ist schön. Ich sag's, wie es ist. Es ist schön. Das sind diese vorgefertigten Blueprints, glaube ich, von Planet Zoo aus. Ja, hier sind Geparden drin. Geparde. Da läuft einer. Ein kleiner läuft da. Ach, guck mal, wie viele Babys haben die denn? Hallo, Baby! Geparde habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt im Spiel, ne? Ach, guck mal, das ist doch ein Albino. Das ist ja ganz was Seltenes. Ganz was Seltenes hier. Da oben steht die Mama oder der Papa, nein. Das ist ein schönes Gehege, muss ich sagen. Hier vielleicht noch ein Felsen hin oder so. Wäre cool gewesen. Okay, badam, badam, da. Ups, den wollte ich kaputt machen. Ich habe jetzt hier von dem anderen. Dafür gönne ich mir jetzt einen Hut. Den Löwenhut hätte ich gern. So, was ist hier? Gleich ganz anderes Biom hier. Ich soll nach links gehen, aber rechts wäre ein Gehege zum Reinluschern. Okay, wir sehen ja nichts. Lasst doch nicht mehr eure Ballons los. Was machen die Leute? Das sieht aber auch cool aus hier. Das muss auf jeden Fall irgendwie ein Franchise-Mode oder ein Herausforderungsmodus gewesen sein. Und mit so vielen Buden hier. Da stand plötzlich ein Elch. Ich war halt überrascht, weil das hier plötzlich ist barrierefrei. Hier wäre halt eine Barriere für die Besucher nicht schlecht gewesen, sondern nicht für die Tiere. Aber das ist ein Albino-Elch. Da steht ein Elch auf dem Flur, Leute. Wo führt der Weg lang? Aber hier oben könnten wir eigentlich nochmal rum, ne? Ja, genau. Weil hier sieht man das Elchgehege. Aber das ist tatsächlich die Barriere. Hier ist immer ausprobiert worden mit dem, dass es dann halt barrierefrei wird. Oh, der schlief, der kleine Elch. Was ich ja generell cooler finde als, also ich mag Zäune auch. Ich mag so eine Mischung daraus, möchte ich glaube ich sagen. Aber hier so ein Zaun für die Besucher wäre glaube ich nicht schlecht gewesen. Einer, wo sie halt leicht drüber rüber gucken können. Auf der Seite dann die sibirischen Tiger. Das sind aber auch so von den Vanillatieren, also von den Originaltieren, sind ja die Tiger immer noch mit richtig nice, ne? Hier sind auch cool. So viele coole Tiere im Spiel. So viele coole Tiere. Das Gehege hier gefällt mir richtig gut. Die ganzen Ballons, die da hochsteigen. Ist da noch ein, da ist noch ein weißer Tiger. Ein weißer Tiger, Freunde. Wir haben die Robben auch noch gar nicht gesehen. Die hatten wir gehört oder so, ne? Oder die Seelöwen. Irgendwie sowas. Da war zu. Grizzly ist Stellvertreter für europäischer Braunbär. Ich meine, Herrgott, ne?
Wer will das nicht? Wo sind. Ach, da unten sind einer. Aber ja, europäischer Braunbär wäre noch cool im Spiel. Vielleicht zum Anniversary. Ah. Babalabab. Also eigentlich ein schönes Gehege, ne? Also ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, das, was mich halt stört bei den Gehegen, und das war vorne beim Kasua zum Beispiel auch, das ist, dass die Barriere hinten nicht so hoch ist, dass ich halt sehen kann, dass hier eine Steppe ist. Das macht das Gefühl nicht so rund. Ich hoffe, man versteht, was ich meine damit. Dass das nicht so ist wie eine Oase, das Ding ist auch hart am Hammer fliegen, dass das nicht so eine Oase ist, sondern mehr, es passt sich ein. Es könnte außenrum auch eine Stadt sein oder so. Ach, die kleinen Wölfis. Auf fetten Unterstand haben die gekriegt, ne? Aber ansonsten mag ich die, ja. Die sind süß. Die kleinen Babywölfe hier. Aber auch hier, ne? Es passt halt nicht, weil hier Schnee ist und im Hintergrund sehe ich halt die Steppe. Weiß ich nicht. Das muss man dann, glaube ich, ein bisschen einbauen. Grundloses Überschreiten der Barriere ist verboten. Hier ist der Sanitäter tatsächlich. Das ist cool. Fahrräder sind Sanitäter-Eigentum. Capybara, Capybara. Oh, die sogar mit Baby-Capybaras. Super süß. Super sweet. Wie komme ich denn da rüber? Da will ich auch nochmal hin. Ah, da kommen wir jetzt hin. Aber bis dahin hier die Capybaras. So süß. So zuckersüß, die Capybaras. Okay, hier ist Unterwasser-Viewing. Da sind die Robben, über die ich eben gesprochen hatte. Und hier ist ein Unterwasser-Viewing für die Gaviale. Da schwimmt auch einer. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Nochmal mehr Toiletten. Ach, das Mitarbeiter weg. Okay, ich dachte, da könnte man hochgehen. Ein Vivarium sehe ich hier. Und der See ist auch cool. Das muss ich lassen, der See ist cool. Und dann hier, das ist halt auch cool gemacht mit der Unterwasser-Viewing. Also, wie das eingerichtet ist mit den Felsen und so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich richtig nice. Da ist irgendwas am Schweben. Keine Ahnung, was das ist. Okay, wir müssen weiter. Und zwar nach rechts. Gehen wir mal nach rechts. Oh. Weil hier ist der Rundweg zu Ende. Waren wir dann überall? Ich glaube, wir waren überall, ne? Wir haben halt hier oben nicht gesehen, aber das ist ja eh nur Ganges Gavial Gehege und hier ist das Robbengehege. Hm. Ja, warum nicht, ne? Also wie gesagt, ich finde, das ist so ein bisschen wie eine Oase. Und die Bäume hier hinten passen halt eigentlich nicht so wirklich gut. Aber hier zum Beispiel kriegt man nicht das Gefühl, also da die Bäume passen natürlich nicht, aber hier kriege ich nicht das Gefühl, ich bin in der Savanne. Na, also ihr seht den Unterschied zwischen dem und jetzt zum Beispiel bei den Kasuaren. Hier verstehe ich auch nicht, warum die Barriere so niedrig ist, wenn die überall anders so hoch ist. Aber ansonsten war es halt ein kleiner und feiner Zoo, ne? Finde ich. Finde das cool, das ist eine gute Tierauswahl. Und der Fokus war auf verschiedene Biome, glaube ich, ne? Hier mit Schnee und Tiger und so und dann hier Savanne. Ja, sehe ich auf jeden Fall die Idee damit. Finde ich ganz cool. Ja, das war's für heute, möchte ich mal kurz sagen. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr möchtet, dass ich euren zu Besuch bisher, könnt ihr mir zuschicken. Und ansonsten, danke, dass ich diesen Zoo besuchen durfte. Ist eigentlich ganz cool. Was für ein Baum ist denn das? Aha. Die Sumpfeibe. Na, wissen wir Bescheid. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut das mal rein.